Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zu Rheinisch Zeitgedanken, direkt von einem Sandstrand. Wenn Sie nach dort schauen könnten, würden Sie dasselbe Bild sehen wie hier. Es strecken sich hunderte von Meter Sandküste am Meer entlang und hier ist das Meer der Ägäis. Und da gegenüber sehen wir die Insel Paros und Mikri Vikla. Dieser Felsen, der steht genau hinter mir. Ich freue mich, dass Sie wieder mit eingeschaltet haben zu Rheinisch Zeitgedanken und ich möchte heute an diesem Mittwoch, dem 12. Juni, Ihnen natürlich Losung und Lehrtext nahebringen. Da heißt es in der Losung, du hast den Menschen zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Das ist aus dem Psalm 8 genommen und wir wissen, dass der Psalm 8 die Frage stellt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und die Antwort folgt hier im Vers 7, nämlich, dass er alles von Gott überantwortet bekommen hat. Das heißt, er ist eigentlich, vorsichtig ausgedrückt, die Krone der Schöpfung. Er trägt die Verantwortung, er hat hier auf dieser Welt ein Stückchen dafür zu sorgen, dass die Balance, dass die Schöpfung in der ganzen Schönheit auch erhalten bleibt. Leider entdecken wir, dass überall auf der Welt, ob hier in Griechenland oder ob in Zentraleuropa, ob in Frankreich, in Deutschland, überall hat der Mensch nur noch ein Maximum, könnte man sagen, nämlich das Geld, so viel wie möglich Geld zu verdienen. Und darunter leidet die Schöpfung. Und dieser Wahn nach dem Mammon macht eins deutlich, dass wir nicht mehr als die Krone der Schöpfung betrachtet werden können, sondern als jemanden, der die Schöpfung ausbeutet. Und zwar für seine eigenen Zwecke. Wir sind in dem Moment nicht mehr Verwalter, wir sind nicht mehr Beauftragte und haben Gott etwas wieder zurückzugeben, sondern wir meinen, wir können es schon handeln. Und jetzt ist die große Frage, was wird Gott, der Verwalter, tun? Wir wissen das an einer anderen Stelle in der Bibel, vom Bild des Weinbergs. Da wird Gott den Weinberg natürlich dann selbst wieder in die Hand nehmen und wird alle, die da drinnen verwaltet haben, buchstäblich aus dem Weinberg jagen. Ich denke, dass dieses Wort uns zum Nachdenken bringen darf. Wer sind wir? Unglaublich bevorzugt von Gott herausgerufen zu einer ganz großen Aufgabe und anscheinend sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Jetzt könnte man ja sagen, ja, das sind die da oben, denen wir die Macht überantwortet haben. Wir wissen längst, dass in der Bibel der Streit aufkam, braucht ihr Obrigkeiten, braucht ihr einen König? Nein, braucht ihr eigentlich nicht, hat Gott gesagt, aber wenn ihr es unbedingt wollt, bekommt ihr es. Und wenn wir schon Obrigkeiten jetzt haben, dann müssten wir sie kontrollieren und deshalb tragen wir die Verantwortung genauso mit. Und ich erschrecke, wenn wir hier in den griechischen Gefilden unterwegs sind, dass ich entdecke, dass viele Menschen einfach nur ihr Leben leben. Genau wie in Deutschland, wie in der Schweiz, wie in Frankreich, wie in Österreich. Es sind wohl 20%, wenn überhaupt, die mal etwas weiterdenken, die querdenken und die sich Sorgen machen um diese Welt. Und zwar vernünftige, auf Fakten basierte Sorgen. Nicht einfach hysterisch zu werden, weil der Mainstream irgendwelche Ängste uns schüren möchte. Wir wissen längst, was alles gelogen ist. Markus Krall hat es ja auf den Punkt gebracht. Eigentlich sind wir in einem Lügengebilde nur noch unterwegs. Und es gilt jetzt, es ist vielleicht zu spät, aber vielleicht schaffen wir es mit Gottes Hilfe noch,
da wieder herauszukommen. Die Verantwortung des Menschen wahrzunehmen, wie es im Psalm 8 heißt, und zwar: Du hast den Menschen zum Herrn gemacht und bitteschön nicht er sich selbst. Kommen wir zum Lehrtext. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nicht soll Macht über mich haben, im 1. Korintherbrief im 6. Kapitel. Ja, da muss man Korinth kennen, eine Stadt, in der die korinthischen Spiele stattfanden und Paulus dort natürlich eine große Missionierung gestartet hat mit Erfolg. Und dort galt natürlich dieser Satz auch von den Stoikern her. Wir wissen ja, wer die Stoiker sind, denn wir sagen manchmal, du hast eine stoische Ruhe, eine Gelassenheit. Sie stehen eigentlich über den Dingen, und diese philosophische Richtung hat einmal auch formuliert: Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Paulus, sehr raffiniert, nimmt diesen Spruch der Stoiker auf, hält ihn den vor, aber erweitert das und sagt nicht nur, es dient nicht alles nur zum Guten, sondern es ist eigentlich nur das Gut, was Christus dient. Es darf nichts über mich Macht gewinnen, denn Christus alleine hat die Macht über uns. Und dann kommt er zu dem drastischen Bild, und er weiß sehr wohl, dass in den isthmischen Spielen, da zu Korinth, 1000 und mehr Dirnen ihr Handwerk treiben, kommt er zu diesem Bild der Hurerei und sagt eigentlich, dass wenn wir uns der Hurerei hingeben, natürlich nicht in der von Gott bestimmten Liebe sein können. Und jetzt wird das nochmal deutlich, was es gilt in dieser Welt zu tun. Wir als Menschen, wir haben nicht nur dies zu tun, dass wir sagen, das, was uns gut tut, das tun wir also alles im richtigen Maß. Ein Gläschen Wein oder ein wenig Fleisch oder ein wenig Liebe, sondern es gilt, noch viel, viel weiter zu gehen, dorthin zu kommen, zu sagen, was möchte denn Jesus Christus, was möchte Gott von uns und was tut ihm gut? Und jetzt sehen wir, wie breit Paulus sich damit auseinandersetzt. Und wenn wir dies berücksichtigen würden, wenn wir tatsächlich ein wenig das begreifen würden, was hier gemeint ist, dann würden wir unser Leben neu ausrichten zu Gott hin, zu Jesus Christus. Und dann würden wir wieder in Verantwortung herrschen. Und dann würden wir die Frage im Psalm 8, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, wieder sinnvoll beantworten können. Nämlich mit den Worten, ja, wir sind von dir beauftragt, der Herrscher über dein geschaffenes Werk. Und wir wollen es auch so weiterhin übergeben unseren Kindern und Enkeln. Es ist höchste Zeit heute, wo die Herrscher ein ganz mieses Spiel mit uns spielen, diese Verantwortung wieder wahrzunehmen. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe. Die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ja, am Ende noch ein paar Worte. Da ist jemand durch das Bild gelaufen, aber das ist nicht weiter schlimm. Wenn wir zum Himmel schauen, dann sehen wir, dass wir auch heute das Ergebnis haben von einer Fliegerei, sag ich mal, am Himmel. Aber über Meer ist es noch einigermaßen blau. Es ist also weltweit dieses Phänomen, was wir am Himmel beobachten können, was uns Menschen ja nicht gut tut. Aber dennoch haben wir hier eben viel Sonnenschein, viel blauen Himmel, und deshalb möchte ich mit diesen wunderbaren Impressionen ein paar herzliche Grüße vielleicht in die kalte Schweiz, wo es doch die Junikälte geben soll und natürlich auch regnen soll, senden, damit sie aufgebaut werden, damit sie Freude bekommen. In diesem Sinne, werden Sie gesund, bleiben Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen. Wenn Sie mögen, teilen Sie diesen Stream wieder, dass viele Menschen diese wichtige Botschaft hören, annehmen und umsetzen können. Und danke möchte ich sagen für alle, die dabei Unterstützung leisten, die Kommentare in den Stream schreiben auf YouTube. Und es gibt so viele herzliche und liebe Worte. Und einer oder eine schrieb, mich hat es erinnert an die Zeit von Jesus Christus, wie er durch die Lande gezogen ist. Ja, so fühlen wir uns ein wenig oder kommen wir uns ein wenig vor.
aber ich weiß, dass ich nur ein Diener von ihm bin. Und so stelle ich mir vor, ist er auch unterwegs gewesen. Deshalb vergleiche ich mich natürlich lieber mit Paulus, aber ich fand es so herzlich und so freundlich. Ganz herzlichen Dank. Also alles Liebe, alles Gute in die Stream-Community und alle, die mich kennen, haben sich gut. Auf Wiederlurge, ihr Reini aus den Zeitgedanken. Geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. Lange ist's her, da doch Frieden war und diese Welt wirklich Leben war. Keiner von uns weiß, wann's je begann mit dieser Macht und dem Zwang. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. War es der Schritt aus dem Paradies oder der Wahn von den Freimaurern einst? War es die Gier nach Reichtum und Macht? War es der Teufel in Macht? Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. Egal wer uns auch die Freiheit nimmt, wir sind bestimmt, wir sind Gott. Kind, darum so fürchten wir keine Macht, auch nicht den Teufel in Tracht. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch.